Wir sind heute wieder da im wunderschönen Südtirol. Und zwar genau in Fetzan, das ist da bei Schlanders. Und da befinden wir uns beim Wein- und Obstgut Befehlhof. Und bei mir ist die Winzerin, die Magdalena Schuster. Magdalena, vielleicht kannst du uns ganz kurz deinen Befehlhof einmal vorstellen. Ja, unser Hof ist erstmals 1313 namentlich erwähnt worden. Damals schon im Zusammenhang mit Wein. Damals wurde das Zehent an das Frauenkloster nach Münster geliefert. Und von dort ab hat es eigentlich auf diesem Hof immer Wein gegeben. Allerdings mehr für die Großfamilie. Und in den 70er Jahren hat dann mein Vater angefangen, den Weinbau aufzuwerten, indem er einfach entschieden hat, Qualitätsweine zu produzieren, sie in die Flasche zu füllen und zu verkaufen. Magdalena, welche Weine macht es da hauptsächlich? Also wir sind relativ spätes Weinbaugebiet vom Erntezeitpunkt her, deshalb ist eigentlich die Auswahl von Rebsorten eher gering. Die Hälfte eigentlich der Weine, die wir produzieren, sind Weißweine und die Hälfte Rotweine. Bei den Weißweinen sind die Sorten Frauler, Riesling, Weißburgunder vorhanden und bei den Rotweinen Zweigelt und Blauburgunder. Ja, Magdalena, na, schauen wir jetzt mal in deinem Weinkeller ein bisschen um. Magdalena, jetzt sind wir da in deinem gemütlichen Weinkeller. Und wie jetzt da sehe ich, steht also nicht nur Wein da, sondern viele andere Sachen auch. Unter anderem machst du auch einen Sekt. Ja, das stimmt. Wir machen seit über 15 Jahren diesen Sekt. Der Sekt ist für uns eigentlich ein bisschen eine Spitze in der Weinproduktion, weil nach der Weinproduktion einfach einen Schritt weiter geht. Das ist ein Flaschengärungssekt. Das bedeutet, dass der Wein in die Flasche gefüllt wird, nochmal Hefe zugesetzt wird und Zucker und dann findet eine zweite Gärung statt. Der ist produziert aus 70% Weißburgunder und 30% Riesling. Und zwar aus dem Grund, weil das eigentlich die wichtigsten Weißweinrebsorten bei uns im Finchgau da sein. Die Lagerung auf der Hefe ist 2 Jahre und erst dann kann der Sekt verkorkt werden und kommt auf den Markt. Und er trägt den Namen Sellent. Und zwar ist Sellent ist eine Spitze im hinteren Martelltal. Also entspricht es einfach dem Produkt. Und nachher darf ich sagen, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, zu deinen verschiedenen Weinen. Ja, also wir haben neben dem Sekt 2 Weißweine. Und zwar ist das einmal der Frauler, also die autochthone Rebsorte aus dem Finchgau. Das ist ein Wein, der, also eher sehr ein frischer Wein, der hat auch eine sehr markante Säure. Das ist ganz typisch für diese Rebsorte. Und wir verkaufen diesen Wein unter dem Namen Jera. Und Jera, das ist ein germanisches Runenzeichen, und zwar eine landwirtschaftliche Rune, die den Jahreskreis beschreibt. Ich habe da in Erfahrung gebracht, jetzt muss ich dich fragen, ob das stimmt, dass der Frauler auch nur von Frauen gelesen wird. Ja, das stimmt. Also das ist bei uns eine Tradition, die ist nicht gewollt entstanden. Und zwar ist so, dass der Frauler eine spätreifende Sorte ist und unsere Mitarbeiter, die bei der Apfelernte dabei sind, die sind schon weg und dann lesen nur mehr die Frauen. Und jetzt ist es aber so, dass aber auch nur mehr Frauen lesen dürfen. Also ein typischer Frauenwein. Genau. Der Riesling ist unser zweiter Weißwein. Riesling ist eine Rebsorte, die mein Vater als erster hier in Finchgau mal ausprobiert hat. Eine Rebsorte, die einfach in hohen Lagen, in späten Lagen sehr gute Resultate bringt. Und der Wein wird, also die Hälfte der Reben, aus denen dieser Wein gemacht wird, ist schon um die 35 Jahre alt. Und es ist natürlich ein sehr fruchtig und qualitativ hochwertiger Wein. Ja, mir ist das schon aufgefallen. Ihr habt überhaupt sehr alte Reben in eurem Weingut.
Ja, das ist wirklich so, dass bei den Reben, je älter die Reben sind, umso höher ist die Qualität des Weines. Die Reben regulieren sich selber, haben Erträge, wie es nötig ist. Und eben die Reben sollen meines Erachtens wirklich altern. Und ebenso ist es dann auch bei den Weinen, dass sie einfach länger trinkbar sind. Ich freue mich schon auf die Verkostung. Also der erste Rotwein, das ist der Zweigelt, natürlich bekannt. In Österreich ist es ja die wichtigste Rotweinrebsorte. Aus dieser Traube machen wir einen Wein, der sehr fruchtig ist und der sehr trinkig sein soll, also mit wenig Alkohol, wenig Gerbstoff. Er soll einfach nur Spaß machen. Mhm. Vielleicht werde ich auch noch spaßig. Der Blauburgunder, das ist für mich eine der interessantesten Rebsorten, sowohl in der Produktion, das heißt Weinberg und Keller, als dann auch beim Verkosten. Dieser Blauburgunder ist eigentlich gekennzeichnet eher von Beerenfrüchten, von kleinen Früchten. Ist ein sehr fülliger Wein mit einer angenehmen Gerbstoffstruktur. Und es ist ein Wein, der lange altern kann. Also so ein Wein kann ohne weiteres 5-6 Jahre alt werden. Ganz fein. Magdalena, was ist eigentlich der Grund, dass man bei diesen Weinen auch größere Flaschen verwendet? Der Grund ist einfach, dass man, also die größeren Flaschen sind geeignet, wenn man eine größere Gruppe ist, zum Essen, und meistens wird zum Essen Rotwein getrunken. Magdalena, und jetzt gehen wir vielleicht einen kleinen Schritt nur da zu mir her, weil da hängt ganz was Wunderschönes. Und weil wir jetzt schon bei der Familie waren, Papa seine Schnäpse, das sind Produkte von deiner Mutter. Ja, also wir sind wirklich ein vielfältiger Betrieb. Wir haben den Obstbau, wir haben den Weinbau, es ist die Brennerei und meine Mutter ist Keramikerin. Ja, und ein anderer Teil der Kreativität ist diese Obstschüssel, und da heißt es halt, bitte nicht hineinbeißen. Ja, liebe Zuseher, man glaubt es fast kaum, wenn man das sieht, dass das Keramik ist. Also ich würde sagen, ich probiere jetzt das mit einbeißen. Ich glaube, da beißen wir wirklich die Zähne aus. Also ein ganz, ganz tolles Produkt. Magdalena, wenn jetzt einer unseren Zuseher bei dir einen Wein kaufen will oder eine Keramik deiner Mutter oder einen Schnaps von deinem Vater und so weiter, wie bist du am besten zu erreichen? Also wir sind ganz einfach zu finden, und zwar von Österreich kommend, noch schlanders auf der linken Seite ist das Dorf Vezan. Ihr könnt es ins Gern vorher anrufen, dann seid ihr sicher, dass wir daheim sind, unter der italienischen Nummer 0473 742 197, oder ihr schreibt es eine E-Mail an info@befehlhof.it. Ist eigentlich relativ einfach. Gibt es eine Homepage auch? Es gibt auch eine Homepage, wo ein paar kleine Informationen drauf sind. Und für detaillierte Informationen könnt ihr uns gern kontaktieren.